werden alle anderen sagen, wir wollen auch. Das aber ist das erste Argument. Problem. Wir sind unterfinanziert. Das ist kein Argument. Das ist Entschuldigung, das ist die internationale Entwicklung muss auch wenn nicht die internationale Entwicklung jetzt das Geld, sagen wir mal, 2 Millionen kriegt, dann stehen am nächsten, bei der nächsten Senatssitzung, steht hier die KSA und sagt, eine positive Tendenz. Es geht ja gar nicht. Dann geht es nämlich nicht mehr um ein Studium, sondern dann kommt wieder das heraus, was von Anfang an klar war, dass die gesamte Hochschule unterfinanziert wird. Der Senat schafft nun endgültig das Bachelorstudium der internationalen Entwicklung ab. In Zukunft gibt es nur noch das Masterstudium, da die finanziellen Mittel an der Uni Wien einfach zu gering sind, um beides zu erhalten. Der Protest gegen die Schließung der IE wird immer dramatischer und zeigt die Verzweiflung der Studierenden. Der Senat zeigt leider kein Verständnis und holt die Polizei. Interviews und mehr zu diesem Thema gibt es dann in den nächsten WinTV-Nachrichten.